Ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage, aus dem Jahr 2014. Das Buch gliedert sich in 5 Teile. Vorab Einstieg in die EÜR, Geschäftsvorfälle, Teil 4 Besonderheiten der EÜR und Teil 5 Analyse und Überblick. Und das Buch hat mittlerweile 23 Lektionen. Es gibt ein Übersichtenverzeichnis und es beginnt mit erstens vorab und danach kommt Lektion 1. Was bedeutet Selbstständigkeit? Ich lese erstens vorab. Sie sind selbstständig oder wollen sich selbstständig machen? Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich an das Abenteuer Selbstständigkeit wagen. Dieses Buch möchte Sie dabei unterstützen, die steuerlichen Pflichten, die damit einhergehen, zu erkennen, zu erfüllen und natürlich nur die Steuern zu bezahlen, die notwendig sind. Sie sind Student im wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Bereich. Die Klausuren rücken näher und näher und wie war das doch gleich mit? Auch hierbei möchte dieser Leitfaden Sie an die Hand nehmen und Licht in den Steuerdschungel bringen, sodass Sie am Ende sagen können, die EÜR leicht gemacht. Sollten Sie keinerlei Basiswissen besitzen, arbeiten Sie am besten die Lektionen kontinuierlich durch. Aufgrund der Komplexität des Themas werden immer wieder Verweise auf andere Lektionen erfolgen. Am Ende des Buches werden alle auftretenden Fragen behandelt worden sein. Sie wissen Bescheid, suchen aber zu einem bestimmten Thema mehr Sicherheit. Die Lektionen sind so aufgebaut, dass das entsprechende Thema umfänglich abgehandelt wird. Sie müssen nicht mit der Lektion 1 beginnen, sondern können sich gerne die für Sie interessanten Abschnitte herauspicken. DEÜR, was ist das überhaupt? Hinter dem Abkürzungsmonster versteckt sich die Einnahmenüberschussrechnung. Die steuertechnisch korrekt übrigens Gewinnermittlung gemäß Beschluss 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes heißt. Es wird also ein Gewinn ermittelt. Die Gewinnermittlung erfolgt nur für Selbstständige bzw. Unternehmer. Und somit kommen wir auch schon zur ersten Lektion. Und jetzt folgt als nächstes Lektion 1. Was bedeutet Selbstständigkeit? Das kommt später. Tschüss!